bin Will Coulson. Wir arbeiten heute zusammen im Zug 1206. Gibt's ein Problem? Ich arbeite nun mal nicht gerne in einem verdammten Kindergarten. Und ich arbeite nun mal nicht gerne im Altersheim, also... Okay. Das ist nicht die Ausbildung, da geben sie dir einfach eine 6. Hier draußen gehst du drauf. Verheiratet? So ähnlich, ist eine lange Geschichte. Und bist du verheiratet? Ich habe zwei wunderschöne Töchter. Viel Spaß! Was tun wir, wenn wir an einem Bahnübergang sind? Stehen bleiben, gucken und hören! Da fährt ein unbemannter Zug durch dicht besiedeltes Gebiet ohne Druckluftbremse? Ja. Yeah. 1206. Was gibt's? Ein unbemannter Zug fährt auf dem Gleis Richtung Norden. Ist die Notbremse defekt? Er kommt direkt auf uns zu. Was hat er geladen? 8 Waggons mit gefährlichen Chemikalien. Wir reden hier nicht nur über einen Zug. Wir reden über eine Bombe. So groß wie das Chrysler Building. Ich muss wissen, wo der Zug jetzt ist. Wir sind nicht ganz sicher. Nicht sicher? Dann findet's raus. Vorsicht! Es wird noch schlimmer. Ich habe 150 Schüler auf Gleis 16, die von einem Ausflug zurückkommen. Ein Zug dieser Größe, der so schnell fährt, wird alles in seinem Weg zerstören. Wie wir erfahren haben, handelt es sich um einen Radius von 20 bis 45 Meilen. Die einzige Möglichkeit, eine so gewaltige Kraft aufzuhalten, ist, sie am Schwanz zu packen und zurückzureißen. Bist du dabei oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, dann tu's allein. Okay, mach, was du willst. Warte. Ich setze diese Firma nicht aufs Spiel, nur weil irgendein Techniker den Helden spielen will. Nicht für dich. Ich tu das nicht für dich. Hier ist Will Coulson, Ihr Zugführer. Wir werden dieses Biest stoppen. Dad. Sag deiner Schwester, dass ich euch liebe. Der Zug wird immer schneller. Ihr kommt viel zu schnell rein. Jetzt sind die Bremsen im Arsch. Hey! Unstoppable. Außer Kontrolle. Schließ die Augen, wenn du willst. Du hast echt ein Talent dafür, Vertrauen zu erwecken, weißt du das? Demnächst im Kino.